Konnichiwa oder Hallo zusammen. Hier spricht Bernd von Berndwerk. Erst vor wenigen Monaten habe ich Sushi für mich entdeckt. Natürlich selbst gemacht. Und seither liebe ich das Zeug. Nicht, dass ich davon groß Ahnung hätte, aber ich probiere sehr gerne sehr viel herum, vor allem gestalterisch, habe großen Spaß dabei und ich denke, für meine ersten Ergebnisse ist das doch gar nicht so schlecht, oder? In einem Büchlein bin ich dann auf das hier gestoßen. Eine Pressform für traditionelles Sushi, ein sogenanntes Oshibako. Und ein solches möchte ich mir heute bauen. Ginge es nur darum, ein Oshibako zu benutzen? Ja, dann könnte ich mir auch eins bestellen. Die gibt es bereits für unter 20 Euro. Allein das Holz war teurer. Außerdem ginge es vermutlich schneller und wäre viel bequemer für mich. Stattdessen geht es mir gerade darum, etwas mit meinen eigenen Händen zu erschaffen, etwas selbst herzustellen. Und darum habe ich mich selbst auch heute vor die besondere Herausforderung gestellt, das ganze Projekt ausschließlich mit Handwerkzeugen durchzuführen. Aber zunächst etwas Theorie. So sieht ein Oshibako aus. Es besteht aus drei Teilen, einem Boden, einem Rahmen mit Schlitzen und einem Deckel. Wobei Boden und Deckel auf den ersten Blick zwar identisch aussehen, aber tatsächlich hat der Boden etwas längere Füße, sodass der Rahmen darauf aufsitzen kann, während der Deckel komplett im Inneren des Rahmens verschwinden kann. Damit man sieht, was geschieht, habe ich in dieser Animation mal eine Seite transparent gemacht. Nach dem Wässern der Form, also die wird kurz in Wasser eingeweicht, beginnt man damit, die Zutaten zu schichten, zum Beispiel Reis, Mango, natürlich Fisch, Avocado und zum Beispiel nochmal Reis. Mit dem Deckel presst man diese Schichten nun von oben nach unten zusammen, darum gepresstes Sushi. Danach kann man den Deckel wieder abnehmen und die Schlitze dazu benutzen, dieses Sushi gleich in der Form zu schneiden, aber dieser Schritt ist optional. Ich denke, die Schlitze sind außerdem dazu da, dass die Luft beim Pressen entweichen kann. Mit dem Deckel obendrauf wird nun der Rahmen nach oben über den Deckel abgezogen. Den Boden kann man optional auch zum Servieren benutzen. Das Aussehen dieses Modells ist übrigens an so eine Standardvariante angepasst, wie man sie im Onlinehandel findet. Aber das ist mir natürlich zu langweilig, darum habe ich begonnen, meine eigene Version zu kreieren, und zwar mit Füßen aus Ebenholz, wovon ich mir genau für solche Details einen kleinen Vorrat gekauft habe. Das Problem dieser ersten Version ist ein schlechter Anpack, also man kann es wirklich schlecht festhalten an den Füßen, insbesondere beim Deckel. Daher habe ich in dieser Version die Füße im Querschnitt rechteckig und etwas höher gemacht. Es gibt aber noch ein Problem. Die Schlitze zum Schneiden sind sehr tief, sodass der Rahmen leicht zerbrechen könnte. Außerdem schaut der Boden unten heraus, was, wie ich finde, nicht sehr schön aussieht. Aber hier kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem ich diese Schwalben, nenne ich sie mal, ein Stück weit ausspare, sodass der Rahmen weiter über den Boden herunterrutschen kann. Das sieht im Prinzip schon fertig aus, aber ich habe nicht aufgepasst und in dieser Einteilung sind die 3 mm breiten Schlitze so verteilt, dass die beiden äußeren Sushi-Stücke etwas breiter werden würden als die 6 inneren. Das hier ist schon besser, aber immer noch habe ich ein Detail nicht bedacht. Die Füße im Deckel scheinen leicht versetzt in Bezug zu den Schlitzen. Ja, ich weiß, ich bin da pingelig, aber wenn schon, denn schon. Und damit komme ich zu meiner finalen Version, wenigstens in dieser Planungsphase. Ihr werdet sehen, dass ich in der Bauphase später noch zwei geringfügige Änderungen vornehmen werde, aber dazu später mehr. Jetzt lege ich erstmal los.
Ein kleiner Zwischenstand. Inzwischen haben wir Tag 3. Nicht, dass ich die ganze Zeit durchgearbeitet hätte, sondern halt immer am späten Nachmittag bis abends ein paar Stunden. Vorgestern erfolgte der grobe Zuschnitt, gestern das Abrichten und auf Dicke hobeln und heute Morgen habe ich die Bretter auf die richtige Länge gebracht. Da habe ich mich übrigens zweier Methoden bedient. Zunächst einmal bei den schmalen Teilen mit dem Hobel, das funktionierte gut. Dann hatte ich das gleiche mit den dicken Teilen versucht und da wäre mir beinahe hinten ein Stück ausgebrochen. Zum Glück war das Stück lang genug, dass ich da nochmal ein bisschen mehr absägen konnte, sodass das kein Problem mehr war. Aber da habe ich es dann halt mit der Säge versucht und das hat besser funktioniert. In einem Punkt bin ich von meinem Plan übrigens bereits abgewichen. Und zwar, was die Dicke der Brettchen für diesen Rahmen angeht.
Die hatte ich im Plan auf 8 mm veranschlagt und dann in der Praxis gemerkt, das würde wohl doch ein bisschen dünn werden, habe beim Hobeln also so aufgehört, dass 10 mm, also 1 cm übrig geblieben sind. Und weil ich das Ablängen erst gemacht habe, nachdem das fertig gehobelt und abgerichtet war, war das auch kein Problem, hier einfach noch 2 mm mehr auf jeder Seite stehen zu lassen. Ein anderes Problem hat sich dann jetzt hier ergeben. Das hier ist ein Reststück, da habe ich die Zinken schon mal angezeichnet und während das in der Theorie in SketchUp alles toll aussieht, sieht man hier, dass es in der Praxis vielleicht doch ein bisschen dünn werden würde am Rand. Ich habe die Befürchtung, dass diese äußeren Zinken ausreißen bzw. abbrechen werden. Deshalb werde ich die Lücken doch einen halben Zentimeter weiter nach innen versetzen und auf der rechten Seite habe ich das auch schon mal ausprobiert auszustemmen. Das funktioniert ganz gut. Ist nicht lang genug. Okay. Es ist jetzt bereits sehr spät, schon nach 23 Uhr. Das ist natürlich ein Vorteil dieser Arbeitsweise ohne laute Maschinen, dass es niemanden stört, wenn ich hier spätabends in der Werkstatt noch zugange bin. Die Brettchen für den Rahmen sind jetzt fertig und nachdem mir hier vorhin das Malheur passiert war, dass mir ein Stück beim Sägen dieser Schlitze abgebrochen war, hoffe ich, dass diese Brettchen das Zusammenstecken und Verleimen jetzt überleben werden. Ich hatte eine ganze Weile darüber nachgedacht, ob ich das Sägen vielleicht erst nach dem Zusammenstecken machen soll,
Hatte mich dagegen entschieden, weil ich der Meinung war und bin, dass das Sägen auf diese Weise, wie ihr es gerade gesehen habt, leichter war. Na gut, da werde ich auf jeden Fall jetzt höllisch aufpassen müssen, dass mir nicht nochmal was abbricht. Garantieren kann ich's nicht. Von daher wünscht mir viel Glück. Übrigens, es musste ein wasserfester Leim sein, weil diese Brettchen nachher mit Wasser in Kontakt kommen. Ihr werdet es noch sehen, wenn ich das Ganze mal ausprobiere. Yay!
Nach einer Woche Arbeitszeit, wobei ich an manchen Tagen mehr, an anderen weniger lange dran gearbeitet habe, ist mein Oshibako nun endlich fertig. Ihr habt gesehen, es gab ein paar Rückschläge, da war mir mal ein Stückchen vom Brett oder vom Boden ausgebrochen, ist aber nicht schlimm, das konnte ich kleben. Und ja, jetzt würde normalerweise nur noch das Ölen fehlen, aber dieses Teil kann ich nicht ölen, und zwar aus einem einfachen Grund. Zur Benutzung muss das Ganze gewässert werden, also kurz in Wasser eingelegt oder ordentlich nass gemacht werden, damit der Sushi-Reis nicht daran klebt. Deshalb wird es nicht geölt, sondern gleich mal ausprobiert. Dazu gehe ich hoch in die Küche, da zeige ich es euch, aber da will ich nicht mehr moderieren, von daher sage ich jetzt schon mal danke fürs Zusehen, gehabt euch wohl.